Für uns heißt es jetzt dranbleiben. Dranbleiben an der Spitzengruppe, denn die sind schon ein bisschen enteilt. Stuttgart, Paderborn und Augsburg. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall 3 Punkte heute gegen St. Pauli, die ja auch direkt auf Platz 4 hinter Augsburg sind. Also ein Konkurrent um den Aufstieg. Wir wollen gewinnen. Auf ins Spiel. Jetzt wieder ein Angriff über Matondo, aber der Verteidiger ist doch vor ihm am Ball. Und Matondo macht da schön Druck auf den Torwart. Somit zwingt er ihn zu dem Fehler. Wir kommen jetzt vors Tor. Sing 1-0. 1-0 Sing. Da dachte ich schon, der verliert er den Ball. Konnte ihn aber doch noch behaupten und schießt dann ein zum 1-0. So, hier sieht man es gleich nochmal da. Da dachte ich, da verliert er den Ball, aber er trifft zum 1-0. Sabre Zing, drittes Saisontor bereits für ihn. 11. Minute, 1-0 Ingolstadt. Und jetzt nächste Chance für uns. Dieses Mal über Singh mit dem Ball in die Mitte. Der sollte eigentlich da auf Diawosi kommen, der ihn hinterlaufen hatte. So, wir bleiben aber in Ballbesitz. Singh in die Mitte, aber dann klärt ein Verteidiger zum Eckball. Kommt jetzt auch rein, getreten von Singh. Gimba kommt da nicht so wirklich ran, aber wir bleiben wieder in Ballbesitz. Pass in die Mitte, aber dann klärt die Verteidigung doch. Und jetzt nächste Chance für uns über Julian Carranza, aber der Verteidiger nimmt ihn den Ball ab im Zweikampf. Und St. Pauli jetzt im Angriff, Schuss, aber kein Problem für Buntic, der zum Eckball pariert. So, die kommt jetzt rein an langen Pfosten, aber geht auch wieder raus. Und Schuss St. Pauli und der ist dann drin. Das ist so ein Allerweltschuss und der geht natürlich dann wieder rein. Sieh was nochmal, da steht er da vollkommen frei. Dann Direktabnahme von außerhalb des Strafraums. Aber hat da so einen Platz vor sich. Da muss doch irgendwer stehen und den blocken und dann schießt er ihn frei ein zum 1:1. Barry Banan. Ausgleich St. Pauli. Und jetzt kurz vor der Halbzeit wir nochmal mit der Chance, aber dann doch nicht durchgekommen. Und St. Pauli kriegt jetzt auch nochmal die Chance, aber Oxford holt sich den Ball, muss sich da aber mit einem Foul helfen und sieht dann auch die gelbe Karte. Dafür gibt Freistoß für St. Pauli aus 22 Metern, das ist eine gefährliche Position. Pauli, aber Verteidiger auf der Linie klärt. Und St. Pauli jetzt nochmal im Strafraum, kurz vor der Pause, aber wir klären und der Schiri pfeift jetzt auch ab. Damit geht es mit dem Unentschieden in die Pause. Ja, St. Pauli wurde gegen Ende dann deutlich stärker, also war am Anfang echt nicht so gut, aber mal schauen, ob wir jetzt in Durchgang 2 irgendwie zurückfinden, wie wir in den ersten Minuten gespielt haben. Und aufpasst, da verlieren wir den Ball im Strafraum. Da drücke ich die schon ständig Pass, aber er passt einfach nicht. Und dann nimmt sich ein St. Pauli-Spieler den Ball. Da hatte ich schon Pass gedrückt. Da muss er ihn bloß einmal mit dem Fuß irgendwie rechts raushauen. Nein, der St. Pauli-Spieler nimmt sich den Ball und schießt dann ein zum 2:1 für St. Pauli. Und wir jetzt schön. Schön durchkombiniert und jetzt ist Carranza frei durch. Julian Carranza schießt, trifft aber nicht. Bleiben irgendwie Ballbesitz, aber dann rotes Time Finish und dann trifft Matondo nicht. Und jetzt fällt nochmal die Chance über Carranza, aber der ist kein anderer im Strafraum und dann wird er aber gelegt. Carranza von Ziereis und es gibt 11 Meter in der 83. Minute für uns. Der Gefaulte selbst tritt an. Carranza, aber 11 Meter gegen die KI sind so eine Sache, aber er geht rein. 2:2. Ingolstadt mit dem Ausgleich. Puh, also 11 Meter gegen die KI, da weiß man nie. Aber Carranza trifft und macht den Ausgleich.
Will jetzt vielleicht noch mal mit einem Angriff Matondo, aber der wird da gelegt und dann ist das kein Foul für den Schiri. Also bitte, da kommt der nicht an den Ball, grätscht einfach nur unseren Spieler um und daraus entwickelt sich jetzt der Konter für St. Pauli. Aber gestoppt von Gimba. Jetzt aber wir vielleicht noch mal mit der Chance über Singh, der zu Carranza, aber der Pass kommt nicht an, bleiben aber in Ballbesitz und verlieren ihn dann wieder und dann pfeift der Schiri ab. 2:2 endet dieses Spiel und ganz ehrlich, wir sind jetzt vielleicht 6 oder 7 Spieltage gespielt und ich habe schon die Hoffnung auf den Aufstieg verloren. Also ganz ehrlich, da, ja, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen können dieses Jahr. Einfach, weil das jetzt schon zu viele Punktverluste sind. Das sind viel mehr Punkte, als die ersten 2 letzte Saison verloren haben. So, jetzt steht das Spiel gegen Hansa Rostock an. Da wird unsere B11 spielen. Und die gewinnt 2-0. Doppelpack Paulsen, der Innenverteidiger. Rostock hat, bevor wir getroffen haben, auch noch die Chance gehabt, in Führung zu gehen. Aber Elfmeter verschossen von Friday. Okay, es sind jetzt nach den 7 Spielen 5 Punkte, die wir auf St. Pauli haben. Da wäre es halt wieder so wichtig gewesen, gegen die zu gewinnen. Ja, St. Pauli hätte dann 16 gehabt. Wir hätten 2 mehr gehabt, wären 14, ja, wären nur 2 Punkte gewesen. Ja, aber auf Paderborn, auf den ersten direkten Aufstiegsplatz sind schon 9 Punkte, also nach 7 Spielen. Das ist halt auch wieder typisch KI. So, jetzt geht es gegen Uerdingen und da habe ich mich entschlossen, auch wieder die B11 spielen zu lassen. Hoffentlich geht das nicht schief. Nein, wir gewinnen 2-0, Doppelpack Vried. Und wieder ein Elfmeter für den Gegner. Also ich weiß nicht, warum unsere B11 immer Elfmeter kassiert. Und in dem Spiel hat sich Anzinger verletzt, aber nur für 2 Tage und ist ja auch eh nur Spieler von der B11. So, jetzt gegen Dresden spielt wieder die erste Elf. Und auswärts gewinnen wir 2-0. Vried und Ananu treffen. Ich glaube, Vried hat schon mehr Tore als Carranza diese Saison, was halt echt bitter ist. So, jetzt zu Hause gegen Aue. Auch wieder die erste Elf, die spielen darf. Und wir gewinnen 3-1. Und Carranza trifft wieder nicht. Was ist denn los mit dem? Der hat eine 83er Gesamtstärke. Also ich erwarte mir halt wirklich mehr von dem. Das kann es halt nicht sein, dass der die ganze Saison nicht trifft. So, jetzt das letzte simulierte Spiel für diese Episode. Es geht gegen Darmstadt auswärts ran. Und wir gewinnen 2-1. Carranza trifft endlich mal wieder. Na, Halleluja. Und mittlerweile haben wir es geschafft. Diawosi ist zufrieden, deswegen können wir ihn nun von der Transferliste nehmen. Damit haben wir nun keinen Spieler mehr, der Wechselwünsche äußert. Die haben wir nämlich alle verkauft. Oder eben wie bei Diawosi glücklich gemacht. So, jetzt steht das Spiel gegen Duisburg an im DFB-Pokal. Das gibt es natürlich in der nächsten Folge. Und ja, also ich möchte jetzt erstmal noch auf die Tabelle schauen, wo wir denn diese Folge beenden. Und zwar auf Platz 4 und es sind nur 4 Punkte, die uns auf Augsburg fehlen und 5 auf die ersten beiden. Also nach einem etwas schwächeren Start sind wir aber wieder reingekommen. Augsburg auch sehr, sehr souverän mit 9 Siegen die ersten 3, wir nur 7 Siege. Ja, es wurmt mich schon, dass wir gegen die KSC, diesen 13. dagegen, die haben wir nur unentschieden gespielt. Das wären natürlich 2 wichtige Punkte, die uns da fehlen. Aber also ist die Lage ist schon wieder ein bisschen optimistischer. Nach dem St. Pauli-Spiel hatte ich ja gesagt, ich glaube nicht mehr dran, aber die Lage ist doch ein bisschen besser geworden. Ja, und wie gesagt, das Duisburg-Spiel gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.